Löwencoach Alexander Schmidt angefressen. Auf die Frage eines Journalisten, warum sein Team in Duisburg 3 Punkte holen wird, antwortete der 60-Trainer. Warum? Kann ich jetzt Fußball planen und sage darum? Oder Fußball ist Fußball. Wenn wir gut spielen und gewinnen und die Chancen reinhauen, dann ist eine Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir gewinnen. Aber ich kann jetzt hier nicht garantieren, dass wir gewinnen. Und warum? Ja, weil wir motiviert sind, weil wir Fußballprofis sind oder ja. Schon zuvor äußerte sich Schmidt auf der Pressekonferenz zur allgemeinen Berichterstattung über die Löwen. Und das nicht gerade positiv. Dass hier natürlich, wie soll ich sagen, einfach alles einen sehr negativen Touch hat, das ist ja bekannt. Ja, aber daran gewöhne ich mich jetzt so langsam. Ja. Ja, von eurer Seite. Der Druck auf die Mannschaft steigt ja immer ins Unermessliche. Ja? Endspiel, Druck, entscheidendes Spiel, alles oder nicht Spiel. Ja, ich meine, das ist euer gutes Recht. Man muss halt damit umgehen können. Ja? Ich mache euch auch keinen Vorwurf. Ich sage nur, dass es hier immer sehr negativ ist, alles. Und das nehme nicht nur ich so wahr, das nehme ich Spiel auch wahr. Negativ hin oder her. Die Löwen wussten, dass das Spiel gegen Kaiserslautern ein wichtiges war. Das Team war nach der Pleite gegen die Roten Teufel geknickt. Der Traum von Platz 3 in weiter Ferne. Doch Trainer Schmidt glaubt an seine Mannschaft. Der Stachel saß, aber jetzt mittlerweile sind wir über den Punkt weg und wollen jetzt eigentlich einfach gegen Duisburg eben das Ergebnis korrigieren. Wie immer müssen wir jetzt alles abrufen. Man will es ja dann auch mal beweisen jetzt, dass eben wir eine ordentliche Mannschaft haben und dass eben diese Auftaktniederlage wehtan hat und deshalb glaube ich sind und ich weiß, dass alle schon sehr motiviert sind. Fakt ist, die Löwen dürfen vorerst nur auf sich schauen. Sie müssen ihre Spiele gewinnen. Ist das der Fall? Dann kann man auch schauen, was die Konkurrenz macht.